Hey und ho aus Geierville. Mit etwas belegter Stimme melde ich mich heute mal wieder zu Wort. Aber immerhin spielt das Wetter mit, ne? Denn wir haben heute, das ist besonders wichtig, unser Sommerfest auf dem Programm. Das jetzt hier sehr schon seit ein paar Tagen auf dieser lustigen bunten Wand angekündigt wurde. Und heute ist es dann soweit, der 17. Juni 2012. Der Server feiert Geburtstag. Wer hätte das gedacht in der Zeit, in dem letzten Jahr? Ja, da gab es natürlich auch viele Leute, die mal gesagt haben, oh, schafft ihr ja nicht, ihr seid ja Loser, das geht ja alles nicht, geht alles im Bach runter. Ja, Pustekuchen. Uns gibt es immer noch, trotz aller auch zugegebenermaßen negativen Ereignisse, so die wir so hatten und Erlebnisse. Ja, unter anderem natürlich die ganzen Minecraft- und Bucket-Updates, die uns auch nach wie vor das Leben schwer machen. Aber müssen wir eben mit umgehen und heute lassen wir uns die gute Laune überhaupt nicht verderben. Wir haben ein paar schöne Events oder Programmpunkte für heute Nachmittag geplant. Ab 15 Uhr geht's los. Auch den ganzen Tag über haben wir offene Türen, zum Beispiel in meinem Geheimlabor. Das ist, wenn ihr den Weg findet, dann könnt ihr da hin heute mal. Habt ihr die seltene Gelegenheit, da mal reinzugehen. Ich bin da heute eh nicht, weil ich keine Zeit dazu haben werde, mich da in Ruhe zurückzuziehen. Aber wenn ihr das Video jetzt seht, ist natürlich dann sowieso schon wieder alles vorbei und die Tür zu, ne? So, ich überlege jetzt auch gerade, ich bin natürlich jetzt einfach so ein paar Vorbereitungen noch am Treffen. Was muss ich denn noch machen? Ich muss noch, oh ja, ich muss noch im Museum zwei Sachen machen. Ich muss noch ein paar Schilder aktualisieren und hinstellen. Ich wollte noch Girlanden aufhängen. Oh ja, und dann muss ich auch noch, oh, was muss ich denn noch machen? Ach ja, in der S74-2 muss ich ja auch noch ein bisschen was tun. Es werden heute eben auch ein paar Dinge mal eingeweiht und eröffnet. Es gibt halt auch Spieler-Events, aber auch eben solche Eröffnungen. Zum Beispiel, es wird mal langsam Zeit, unser schönes Museum für Naturgeschichte zu eröffnen. Und das ist dann heute der erste Programmpunkt um 15 Uhr. Da werden dann die Vorhänge mal da weggenommen und der Eingang geöffnet und die Leute, die können hineinströmen. Es wird ja Zeit. Es ist das erste Gebäude, das hier in Scaerville gebaut wurde. Und es ist immer noch nicht eröffnet, ne? Weil es lange gedauert hat, da mal so ein paar Exponate reinzustellen. Da sind jetzt aber ganz viele Exponate drin. Sehr lustig, sehr schön, sehr hübsch. Ich hoffe, euch gefällt das. Und da gucken wir natürlich dann später mal kurz durch. Je nachdem, was sich hier so drehen kann. Vielleicht auch nicht, wer weiß, ne? So, ich muss mich jetzt auch wirklich an die Arbeit machen und darf jetzt nicht die Zeit hier mit Gequatsche verplempern. Muss mal wieder gucken, was es so zu tun gibt. Girlanden, richtig, Girlanden. Da habe ich doch schon da oben. Naja, wir sehen uns dann später nochmal wieder. So, die Girlande blinkt und die Leute stehen schon Schlange vorm Museum. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt alles Großartiges erwarten. Ich finde es jedenfalls klasse, dass sich sehr viele Leute eingefunden haben. Ich habe auch gerade mal die Slots noch erhöht, so ein bisschen. Noch 10 Minuten bis zur Eröffnung. Wir halten uns natürlich auch schön an die Zeiten. Die Girlande werde ich jetzt mal eben abschalten, um so ein bisschen Ressourcen zu sparen. Keine Ahnung, ob der Server das jetzt alles mitmacht heute Nachmittag, aber gut. Dann werde ich gleich mal da mich reinbegeben und, naja, in ein paar Minuten, sag ich mal. Und dann werde ich erstmal innen die Vorhänge wegschlagen. Und dann von innen die Tür öffnen. Zusammen mit der Lady Seifenblase, die mir ja beim Ausstatten des Museums sehr geholfen hat. Ist praktisch so die Kuratorin. Ne? Und ja, gut, dann gucke ich mal, ob ich gleich nochmal mich einschalte. Und nun lassen wir die Leute rein. Meine Güte, wie die da schon im Pulk stehen. So. Zack. Oh mein Gott. So, das Museum ist endlich eröffnet. Die Leute strömen hindurch. Ich hätte wirklich Eintritt nehmen sollen. Das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen... Da wäre ich jetzt reich.
Ne? Da sieht man sehr schön, wie sie jetzt dem Wegverlauf folgen und sich die einzelnen Exponate ansehen. Dann geht es darüber noch in die erste Etage. Da geht man auch nochmal durch so eine vorgelegte Strecke und kommt dann hier wieder raus. Wir haben uns jedenfalls hier gerade ordentlich die Wand eingestürmt fast. Ja, der Server, der leckt jetzt auch so ein wenig, aber es geht noch. Es ist alles noch okay. Alles noch im grünen Bereich. Die Girlande, die blinkt auch noch. Dann ist alles in Ordnung. So schlimm ist es also nicht. Ja, und dann freuen wir uns jetzt mal darauf, auf die ersten Feedbacks der Spieler und Spielerinnen. Und dass wir dann auch demnächst zum nächsten Programmpunkt in einer halben Stunde rüber wandern können. Das ist dann, wenn ich mich richtig erinnere, eine Führung durch Balot mit Luminary. Da werden wir mal sehen. So, da starten auch wieder neue. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir fahren mal wieder eine Runde Battle-Achterbahn, um uns die Zeit zu vertreiben. Ey, die können das aber schon richtig. Die wissen aber schon, wo die Knöpfe sind. Aber es wird ein knappes Rennen. Ja, bis zum nächsten Treffpunkt, Zentralplatz, liegt das hier sehr schön auf dem Weg. Da hat sich das jetzt angeboten, mal noch ein paar Runden zu fahren. Macht immer wieder Spaß, weil man auch schön gegeneinander fahren kann. Das ist der Gag dabei. Es ist halt eine Schlacht. Eine Achterbahnschlacht. Da unten steht da links da im Blaumann wieder der Ethan. Er ist ganz stolz. Guckt dazu, wie das alles funktioniert. Großartige Arbeit. Okay, dann würde ich mal sagen, melde ich mich wahrscheinlich dann aus Balot wieder. Ja, jetzt sind wir in Balot. Der Luminare hat hier gerade so angefangen, seine Führung zu halten. Die Leute folgen ihm auch artig. Er hat sich dann natürlich auch Mühe gegeben, ein paar Sachen so zu zeigen und zu erklären. Alles in kurzen Worten natürlich, weil das ja alles durch über den Chat so stattfinden muss. Ich stelle ihm dann immer so eine Glaskiste hin, damit er sich draufstellt und alle ihn besser sehen können. Da drin in dem Sägewerk, das gucken wir uns natürlich auch alles nochmal so im Let's Show und so ein bisschen besser an. Ist jetzt auch zu voll. Da gibt es auch eine echte Säge und so Sachen. Naja, wir gehen gleich mal weiter. So, jetzt hätte ich fast vergessen, wieder zu drehen. Das ist jetzt hier ein bisschen mein Event. Ich mache eine kleine Bootstour mit den ganzen Leuten. Das ist ja irre. Ja, ich bin mal gespannt, wie es klappt. Wow, das wird cool. Ich steige jetzt dann halt auch mal ein. Schwupp. Und schon geht's los. Schön langsam. Jetzt habe ich es gleich geschafft. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe knapp 30 Boote hinter mir, die mir folgen und hier so durchnavigieren müssen in die Schmugglerbucht, einen meiner Lieblingsorte auf der Map, die ich in den letzten Tagen so ein bisschen ausgebaut habe. So, und dann gucken wir uns das auch alles nochmal an, wie sie so langsam hier so ankommen. Herrlich, ganz herrlich. Einer hat sein Boot verloren und da kommen noch mehr. Finden die auch alle. Herrlich. Okay, viele haben es dann mit Boot nicht mehr geschafft. Aber da siehst du, es nimmt gar kein Ende. Es ist echt so ein bisschen Stau, Stau, Stau auf der Autobahn. Herrlich. Ja, kommt alle rein, spaziert. Es ist erstaunlich, dass das überhaupt geklappt hat. Also ich habe jetzt mit ein paar Booten gerechnet. Mein Gott, Boot fahren ist ja, ne? Hab ich gedacht, da kommen vielleicht 5, 6 Leute. Aber nö, es sind so irgendwie 20, 25, glaube ich. Super jedenfalls. Vor allem gibt es jetzt hier nicht viel zu entdecken. Ja. So. Herrlich. Jetzt kommt natürlich gleich noch die Überraschung. So doll ist die Bucht noch gar nicht ausgebaut. Es gibt nur ein bisschen was zu sehen. Aber
wie kommen die wieder zurück? Ne? Und das müssen die sich jetzt selber raussuchen, den Weg. Ne? Ich werde jetzt mal die Boote zerstören und dann mal gucken. Man ist ja auch ein bisschen gemein. Großes Interesse an meiner Botschaft von Veldasur. Einige Hinweisschilder. Ich habe den Leuten gerade gesagt, sie sollen sich die bitte kurz durchlesen. Das ist ja nicht viel. Dann hat man sonst später nämlich ein Problem, wenn man das nicht tut. Dann erfolgt jetzt gleichzeitig auch die Einweihung des Corallis-Tunnels. Und zwar, wenn man hier runterklettert. Können wir mal eben machen. Geht hier nur die paar Treppen runter. Und dann unten mit dem Zug. Und ich hoffe mal wirklich, dass jetzt alles funktioniert, denn ich habe hier so ein paar Sachen eingebaut. Uiuiui, da weiß ich immer noch nicht so richtig, ob es wirklich funktionieren wird. Ihr seht hier auch den wunderbar schönen, ewig langen Tunnel. Jawohl! Man ist lange unterwegs. 777 Block. Naja, es ist nicht genau 770, aber ich fand die Zahl so unheimlich schön. So. Leute machen sich langsam vom Acker, die brauchen eine ganz schöne Zeit, bis sie drüben ankommen. So, jetzt wollen wir mal sehen. Haha, da stehen sie alle in meiner Station 74-2B. Super. Na, was macht der denn da? Der will da rein, ne? Haha, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, dass ich muss zurück in den Kontrollturm. Das sage ich denen mal eben. Die können ruhig direkt merken, dass es hier alles etwas länger dauert. Und aufmerksame Besucher werden jetzt vielleicht auch feststellen, wie ich mich hier fortbewege. Zap. Ah, das ist immer schön, aber deshalb verlaufe ich mich selber. Nein, ich bin richtig. Hier geht es um Kontrollraum. 3, 2, 1. Haupteingang auf. Und da kann ich auch vielleicht direkt mal ein bisschen so Beleuchtung einschalten. Ja. Solarfeld ist on, okay. Wunderbar. Die Station ist hiermit eröffnet. Die Rivengarder Bucht und der Leuchtturm von John Gamer. Das ist unser nächster Programmpunkt hier. Da tummelt es sich gerade drin in dem Turm. Da gehe ich jetzt auch nicht rein. Ist viel zu viel los. Soweit ist das Fest erstmal ein toller Erfolg, denke ich mal. Ich bin schon ziemlich platt. Wir sind jetzt hier schon in der vierten Stunde unseres Programms. Und von Anfang bis Ende waren eigentlich die Slots belegt. Und es ist wirklich viele Leute nochmal aufgetaucht und es ist ein großes Hallo, also genau so wie ich mir das eigentlich auch vorgestellt habe. Alle verstehen sich gut und wunderschön. Ja, John Gamer, der führt jetzt so ein bisschen durch seinen Leuchtturm und erklärt auch so die Technik und zeigt so allerhand, was er da sonst noch so eingebaut hat in seinem Turm. Und ja, der nächste Programmpunkt ist eigentlich hier noch so ein bisschen die Zeit totschlagen in Rivengard. Das ist ja ein wunderschöner Ort, den ich euch dann auch nochmal in einem richtigen einzelnen Video vorstellen werde. Ja, und dann gucken wir erstmal, was noch als nächstes ansteht. Die Untoten greifen uns an. Ein großes Kampfevent. Hier hinterm Drachenwall haben sie sich verschanzt und werden wahrscheinlich gleich durchbrechen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Werden wir es schaffen, mit unserer kleinen Horde tapferer Soldaten gegen diese Armee standzuhalten? Oder wird Skaer will ein für alle Mal verloren sein?
Und so sieht es dann aus nach der großen Schlacht. Ihr könnt unbesorgt sein, ich habe mir auch eben schnell die Mühe gemacht, die Leichen wegzuräumen und das Blut aufzuwischen. Die Soldaten und Innen, die haben sich tapfer geschlagen, muss man schon wirklich so sagen. Es gab dann nach dem Kampf, weil die Skyerville eben so gut verteidigt haben, auch noch eine große, große, extra super Überraschung. Besonders für die Spieler, die jetzt schon wirklich seit ja, fast einem Jahr oder sogar einem Jahr bei uns sind. Dazu gleich mehr. Nach der großen Schlacht war ich nicht mehr so richtig in der Lage zu filmen. Musste auch ein bisschen was machen und tun und bin jetzt praktisch an dem Tag nach dem Fest. Fahren wir mal eben durch den Kentron-Turm, gucken uns die bunte Wand von hinten an. Es hat ja auch was, ne? Nee, es gab hier dieses, ja, Bonbon, ne, praktisch noch. Das gucken wir uns jetzt mal eben an. Schon seit ein paar Tagen stand ja da im Skyport da vorne ein Paket. Und wie man sich denken konnte, war darunter verborgen ein Überraschungsportal. Das haben wir dann gestern tatsächlich auf dem Fest noch als dramaturgischen Höhepunkt in Betrieb genommen. Es gab ein großes Hallo und ein großes boah, Wahnsinn, eine Riesenstimmung. Alle waren da. Manche Leute haben sich natürlich auch schon denken können, um was es sich handelte. Und ich mache es jetzt auch gar nicht so spannend. Rennen wir einfach durch und wir sehen, klar, wir sind kurz nochmal auf der alten Map. Die wir damals ja vor über einem halben Jahr mehr oder weniger gewollt verlassen haben. Inzwischen ist das natürlich der richtige Entschluss, sag ich mal, ne, weil wir jetzt Skyerville haben und alles noch besser, noch schöner, noch größer, noch weiter ist. Dennoch haben aber viele Leute natürlich noch enorm viele schöne Erinnerungen mit der alten Map. Und deswegen ist es auch gestern unheimlich gut angekommen, dass wir die nochmal als ja reine Museums-Map eröffnet haben. Ist ganz klar, dass wir nicht nochmal, also noch eine weitere richtige Spielmap hier betreiben können. Das können wir gar nicht verwalten und muss auch nicht sein, denn diese Zeiten, ja, das sind die, wie man immer so schön salopp sagt, so diese guten alten Zeiten, ne, wo man dann so ein bisschen melancholisch wird und in Erinnerungen schwelgt, ne. Aber die sind nun mal vorbei und man kann hier halt einfach schön rumlaufen und sich alles nochmal angucken. Ich denke mal, das lassen wir jetzt auch mal so ein paar Tage offen und dann machen wir das mal wieder zu und vielleicht irgendwann mal wieder auf, damit es immer so ein bisschen spannend bleibt. Vielleicht, da muss man einfach mal sehen, ob man damit nochmal irgendwas Richtiges anfangen kann. Ja, so ist es erstmal schön, um wieder mal so ein paar Gegenden zu besuchen. Auch für natürlich jetzt neue Spieler, die uns jetzt noch gar nicht so lange kennen, ist es natürlich auch schön. Die erleben dann auch so ein bisschen ja unsere Servergeschichte praktisch mit. Ihr könnt allerdings keine Portale benutzen, sondern nur Bahnen, um hier durchzureisen, durch die alte Map. Es gibt keine Grundstücke, das habt ihr alles eben auf dem Schild auch gesehen, das ist klar. Ne? Es ist so eine reine Museums-Map zum Angucken. Ne? Deswegen zeige ich euch jetzt auch gar nicht noch mehr. Wir haben ein bisschen Probleme natürlich mit dem diesem Bedrock-Nebel. Ich wollte jetzt auch gerade schon wieder ein extremes Schimpfwort benutzen. Ich weiß gar nicht, ob man den inzwischen mal abschalten kann. Das wäre vielleicht mal eine total coole Idee. Dann könnte man jetzt auch wieder Alkave benutzen. Im Moment könnt ihr dann nämlich nichts sehen. Ne? Alkave ist ja eine tolle, große Stadt unter der Erde und ja wirklich unten auf dem Bedrock, ne, und alles im Nebel versunken. Sehr dramatisch, sehr schade und natürlich haben auch damals, das war sehr in, viele Leute haben sich wirklich sehr tiefe Keller ausgebaut auf Bedrock-Höhe und müssen wir mal gucken, ob wir das Gedöne vielleicht mal abschalten. Sehr lustig auch, dass wir jetzt hier so Kätzchen in der Stadt rumlaufen haben. Es scheint jetzt hier so eine Art Dschungelbiom zu sein. Auch wenn es jetzt gar nicht so aussieht, ne? Aber es spawnen hier auf jeden Fall Kätzchen. Es ist auch ein wunderbar, dass das überhaupt geklappt hat, hier diese Weltnummer zu konvertieren in das neue
Minecraft World Format. Das war jetzt nicht so selbstverständlich. Das habe ich nämlich schon mal versucht und da ging das furchtbar in die Hose. Aber wir haben ja Backups. Leider, leider sind natürlich auch ein paar Häuser in Flammen aufgegangen. Das ließ sich nicht ganz vermeiden. Bis wir die Fire Protection eingestellt hatten, war auch schon zu spät. Und ein paar Häuser haben halt ein bisschen gebrannt. Nicht viele, es geht eigentlich. Also ist halb so wild. Aber nur, das hat ja auch so ein bisschen was, ne? Es hat ja so ein bisschen alten Flair von wegen, ne? Hier ist der verlassene Ort sozusagen. Hier kommt ihr dann einfach zurück nach Skyerville. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Landet ihr hier schön auf dem Hubschrauber-Landeplatz. Ich werde jetzt auch direkt mal weiter jetten, ein bisschen aufräumen und so. Mal gucken, was hier noch so an Türen offen steht und an Schildern steht, was da und die Girlanden hängen da noch rum und kann hier alles weg. Bis zum nächsten Fest, ne? Muss ja jetzt auch nicht wieder ein Jahr dauern, bis wir das nächste Fest feiern. Mal sehen, vielleicht, was man so machen kann, ne? Es hat jedenfalls einen Riesenspaß gemacht gestern. Und da möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die dabei waren. Und auch bei allen natürlich, die verhindert waren oder so und gerne gekommen wären. Oder die es einfach verpasst haben. Das kann ja auch sein. Jedenfalls vielen Dank an euch. Es war eine schöne Stimmung. Hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Auch vom ganzen Team möchte ich sagen, Dankeschön für dieses schöne Jahr. War ja nicht alles schön, aber mein Gott, ne? Wir sind ja Optimisten und sehen das alles positiv. Ist alles toll, alles schön, alles fein, ne? Und gucken wir uns nochmal ein bisschen hier auf die alte Wand. Da mache ich jetzt nochmal eben ein Foto von, so als Andenken, Augenblick. Wie kriege ich das denn so ganz rauf? So, bitte lächeln. Prima. Gut, das war's. Viel Spaß noch in Skyerville oder auf jeden Fall mit Minecraft und vielen Dank für eure treue Minenarbeit. Guckt es weiterhin und Daumen hoch und alles, ne? Bis zum nächsten Mal.